Moin, meine Freunde, und willkommen zurück zur neuen Folge. Also, sieht langsam echt schick aus hier. Jetzt brauchen wir natürlich nur noch Eisen. Ja, aber eine Sache nach der anderen. Der Baum hier stört mich. Der stört meine Ästhetik. Was habe ich gemacht? Ich habe die auf Stopp gemacht und damit hat er dann angefangen, Eisen zu machen. Und zack, konnte hier wieder Eisen machen. Seht ihr? Das war das Problem. Er hatte die Idee, Eisenwaffen einzuschmelzen. Aber ich habe gesagt, ich mache das nicht. Und hier sind richtig gute Langschwerter aus Eisen. 15. Der macht 8,8 Schaden. Nehmen wir mit. Oder ist er sogar von uns? Weil der hier, was hat er? Eine Keule. Was hat der William? Nahkampf. Ah, ich brauche einen mit Nahkampf 15. Ulrich! Zeit, dass du befördert wirst. Du kriegst jetzt ein richtig geiles Schwert. Nahkampf. Los geht's. Wenn du fähig mit Schlafen bist, dann holst du dir mal das Eisenschwert hin. Richtig geiler Trümmer. Guck, jetzt haben die auch das Zeug hier weggetragen. Sieht hier auch wieder ordentlich und gut aus. Wir haben jetzt endlich ein richtiges Lehmlager. Weil das hier ein bisschen eng ist, machen wir jetzt auch noch ein bisschen weg. Und dann machen wir hier den Weg, so wie ich ihn mir vorgestellt habe. Und zwar machen wir ein, kennt ihr Tower Defense? So was mache ich jetzt hier. Ich baue hier so eine Art Tower Defense. So, und da mache ich jetzt eine Holzbrücke hin. Die kommt dann hier eine Holzbrücke, wo der lang muss. Und dann kommen die hier runter. Und auch hier wieder den Weg weg. Und aufpassen, dass sie hier nicht auf blöde Ideen kommen. So. Schick. Wenn das fertig ist, sieht das gut aus. Dann haben wir hier unsere neue Verteidigungsanlage, da kommt ihr dann nicht mehr durch. Und dann fangen wir an, hier überall Fallen zu legen. Eisenbahn, ja, haben wir nicht. Haben wir auch keine mechanischen Komponenten? Das wundert mich doch schon. Rotwild, ab. Das Fleisch tut uns gut im Moment. Können wir alles Essbare gebrauchen. Gut, der sieht ja echt Müll aus. Das wäre ein bisschen Ästhetik. Grab, meine Mannequin, Grab. Macht, was ich euch sage. Ich finde, ich wäre ein guter Diktator. Meint ihr das nicht auch, Freunde? Ich wäre ein ziemlich guter Diktator. So, was habe ich gemacht? Ich habe hier vorbereitet für einen kleinen Geheimgang. Mir geht nämlich auf den Sack, dass sie dann immer von dem Schlafsaal ewig laufen, damit die was zu essen kriegen. Und deswegen gibt es jetzt hier verstärkte Türen. Und von Tür zu Tür gibt es auch eine Brücke.
Da. Und was passiert? Jede Brücke hat eine Verteidigung. Ah, bloody hell. Ich muss die Verteidigung aber aus Kalksteinziegel machen. Pashi, das wird nicht aussehen. Ah, Leute, wartet doch mal ab. Wenn ihr seht, wie das aussieht später, werdet ihr denken, boah, Toshi, geniale Idee. Gefällt mir richtig gut. Und ich sag so, ja, genau, Leute, das habe ich von Anfang an so gesehen. Warum hört ihr nie auf mich? Niemand glaubt mir. Ich habe Visionen, Freunde. Guckt euch eine Burg an, guckt euch bei Medieval Dynasty ein Dorf an. Ich habe Visionen. Manche sind zwar vielleicht ein bisschen sehr strukturiert. Alles muss Struktur und Organisation haben. Alle sind doch diesmal gleich ausgeschlafen. Na, verhungern. Wahnsinn. Aber andere sind auch richtig gut. So, haben wir denn hier ein bisschen Eisen machen lassen? Wie sieht's denn aus? Wartet auf Arbeiter. Wartet auf Arbeiter. Ey, Toshi. Fertig Metallgegenstände. Genau hier. Schieß mal den Ofen an, damit wir wieder Eisen kriegen. Dann kriegen wir 50 Eisen, ne? Haben wir 100 Eisen wieder. Nicht, dass sie lange reichen, aber... Das mit dem Stahl war eine schöne Idee, um mal ein paar Schwerter zu machen. Wir werden auch später Stahlrüstung bauen. Wir werden unsere ganze Armee mit Stahlrüstung ausbauen. Weil genau sowas dann passiert. Boah, wie war Bamsrüstung und fanatisch. Und sie schicken... Oh Gott, 6 Bogenschützen. Sie haben dazu gelernt. Nein, zu den Waffenbrüder. Und wo kommen die denn? Na Gott. Damn it. Dann kommen die nicht an unserem Bogenturm vorbei. Okay, anders. Da müssen wir anders vorgehen. Wir wollen ja auch noch Armbrüste bauen. Und müssen wir aber noch Holz sammeln. So. Ihr kommt hier hin. Lass sie über die Straße der Schande gehen. Wir werden sie uns dort holen. Wo will der hin? Hm? Ein Teil hätte ich noch von da oben erschießen können. Gut. Wissen wir das für nächstes Mal. Jetzt geht es erstmal darum, wir können sowieso mega weit schießen. Konstruktionsfehler, dein Ernst? Ja, das ist, wenn man diese billigen Stabfallen nimmt. Wo will der hin? Oh oh. Wir werden zurückbeschossen. Das bin ich nicht gewohnt. Warte mal. Du fehlst. Du fehlst auch. Warum bist du nicht hier hochgekommen? Schieß auf die Bogenschützen. Weekend ist tot. Traurig. Wir haben unsere ersten Verluste. Sie haben echt dazugelernt. Sie haben Bogenschützen dabei. Damit hat doch kein Schwein rechnen können. Sogar Armbrustschützen haben die.
stehen ihre Soldaten kommen nicht weit. Reynolds hält die Stellung. Ein Mann reicht, um diese Linie zu verteidigen. Mit dieser Waffe kann er nicht so weit schießen. Boah, zum Glück, Leute. Aber Weekheld ist gestorben. Was hat Weekheld nochmal gemacht? Weekheld war unsere Studentin. Safe, wir brauchen auf jeden Fall Armbrüste. Was glitscht du denn so rum? Wir haben verloren. Was kann der Bogen? Kriegsbogen. Okay, die Sache ist ganz einfach. Ob wir wollen oder nicht, wir müssen lernen, Armbrüste zu machen. Bei dieser Range, die schießen, kommen wir sonst nicht klar. Oh, hast du aber gesporte Beinmuskeln. Okay, ich dachte schon, du wärst echt verletzt worden. Naja, Glück gehabt. Der kann nur arbeiten. So, haben wir jetzt auch das anständige Bild endlich, was ich schon davor haben wollte. Und jetzt haben wir einen Verlust. Mensch, Kadaver, du kommst weg. Und zwar... Oh nein, die hat auch noch die richtig guten Plattenrüstung. Oh Gott, der war ja richtig beschissen, die Plattenplatze. Okay. Leute, ganz einfache Sache. Erstmal. Halt sie. Und dann. Kramen wir uns weiter. Warum? Weil wir jetzt einen Sarg bauen müssen. Zumindest provisorisch schon mal ein. Ich will unsere Leute anständig bestatten. Die werden nicht verbrannt wie diese Barbaren und Bauern. Nein, sie hat tapfer gekämpft. Sie war unsere erste. Sie war als erste mit dabei. Wenn keiner an uns geglaubt hatte und sie kriegt ein anständiges Begräbnis, ist mir scheißegal. Unser Bestes gegeben, Freunde. Unser Bestes gegeben, auch hier. Nee, da wären wir nicht mehr lang gekommen. Wir müssen auch mehr Fallen platzieren. Und wenn die Bogenschützen hier hinkommen, können wir die von da oben nicht treffen. Erst mit Armbrustschützen. Umso wichtiger ist es jetzt, dass wir hier uns auf Bogen konzentrieren. Haben wir Armbrüste? Laut dem Ding haben wir Armbrüste. Okay. Ganz easy Sache. Wir müssen die verändern. Fernkampf. Unter Fernkampf kommt jetzt... Armbrust. Neu hinzufügen. Armbrust. So. Erlaubt. Wir müssen 5 Armbrüste schon haben. Kurzbogen, Kriegsbogen. Meisterhafter. Oh, meisterhafter Bogen. Die können wir noch gar nicht bauen. Und die Armbrüste. Meisterhafter Bogen ist okay.
Wir haben einen Mann verloren. Jetzt bin ich wütend. Es hätte keiner sterben dürfen. Ach, Freunde, so ist es aber nun mal. Im Leben sterben immer die Falschen. Sie war eine tapfere Kriegerin. Wir bedenken ihr, sie, ihre... Guck mal, macht doppelt so viel Schaden wie die Armbrust. Macht doppelt so viel Schaden. Die hatte sogar bessere Winterkleidung. Naja, so ist es nun mal. Leute, wir werden jetzt nächste Folge Armbrust ausrüsten. Und unser Tower Defense Ding hier weitermachen. Wenn das fertig ist, wird das richtig gut. Die werden dann hier immer so schön langlaufen. Und in der Zeit erschießen wir die und zwischendurch werden wir überall Fallen setzen. Demnächst brauchen wir gar nichts mehr machen. Die werden schon sterben, bevor die uns bei uns ankommen. So, natürlich muss ich hier auch noch ein Wort halten. Da kommt eine Brücke. Das Holz. So, und damit, Freunde, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann, euer Tashi und ciao.